Aber natürlich. Wir dienen dem Kollektiv. Hast du die Problematik, dass dann deine Crew dafür draufgeht? Weil du musst die irgendwie übernehmen, trotz allem. Assimiliere das Schiff. Kannst du also nicht theoretisch auch nicht endlos machen. Nur annähernd endlos. Starte Klonprozess. Ist okay. Mach das ruhig. Assimiliere das Schiff. Ist auch okay. Stationsbau abgeschlossen. Benötige Regenerationssonden ein. Wir dienen dem Kollektiv. Klonprozess, Nahosonden, alles toll. Aktivieren alle Heilproben Kollektiv. Wir dienen dem Kollektiv. Riesiger Armeos. Kuhm! Prozess abgeschlossen. So, Mission geschafft. Wobei, es müsste doch ein großes, größeres Summierenschild geben. Ihre Bezeichnung ist Locutus von Borg. Ihr Primärziel ist die Eliminierung aller nicht assimilierten Spezies in diesem Sektor. Auftrag wird ausgeführt. Hallo Locutus, mein guter alter Freund. Schiffe transferiert. Oh, alles zerstören, was hier noch so ist. Oh! Das Kollektiv muss wachsen. Oh! Wir sind. Also, oh! Ich meine, das sieht zwar Mist aus und nicht wie ein taktischer Kubus aussehen sollte, aber. Stationsbau abgeschlossen. Aber die haben ganz offensichtlich. Stationsbau abgeschlossen. Zumindest bei Locutus hier in diesem Armada 1 Patch. Dafür gesorgt, dass er einen spezial, super krassen Megakubus hat. Ich meine, 2000 Leute statt 1000 Leute heißt schon einiges. Also, das ist jetzt dieses typische Heldenschiff. Aber hatte ich nicht 8 davon? Das typische Heldenschiff, was es eigentlich gar nicht gab. In diesem Spiel bisher. Was ihr mal gesagt hatte, dass sie so stark sind, so was, bla bla bla. Was offenbar erst einmal der zweite Fall dann sein dürfte. Das ist jetzt mit Locutus offenbar getan worden. Finde ich toll. Find's zwar doof, was sie dann eben dann auch gleich gemacht haben, weil irgendwie ist es ja auch Quatsch. Hätte man doch gleich All-In gehen können mit dem Patch, was das angeht, aber naja, was soll's. Aber offenbar wurde einer meiner Kuben jetzt zu dem gemacht. Ich habe doch keinen verloren, oder was? Oder hatte ich bloß 7? Ich stimme, ich hatte ja bloß 7. Ach. Nee, alles gut. Ich bin Locutus von Borg. Egal, dann sucht mal, liebe Leute. Aha. Den holen wir uns, ne? Aber ihr seht hier, zack. Ich glaube, mit gleichem Tempo. Ja, im fast gleichen Tempo gehen die ja auch runter. Da ist klar, dass man immer keine Leute mehr hat am Kurs. Neues Primärziel. Trotzdem haben wir immer. Partikel 010. Auftrag wird ausgeführt. Also, blinde Befehlskette hier, ne? Aber voll krass, ein taktischer Kurs. Wie gesagt, der sieht kacke aus. Ja, man schon bondet, hab ich auch gleich so modden können, dass er wirklich aussieht wie ein taktischer Kubus und nicht wie so ein Versuch eines taktischen Kubus, der nicht ganz geglückt ist. Aber abgesehen davon finde ich das cool. Wobei ja aber auch innerhalb der Star Trek-Lore nie gesagt wurde, was jetzt so der Unterschied zwischen einem taktischen Kubus und einem normalen Kubus ist. Ich meine, man kann davon ausgehen, dass es krasser, stärker und gepanzert und so weiter, aber gesagt wurde das meiner Meinung nach nie. Zumindest nicht in der deutschen Version. Ich habe das Englische nicht geguckt. Dies ist der Standort, den wir aus dem assimilierten Romulaner Jalpa extrahierten. Die romulanische Basis, in der das Omega-Partikel untergebracht wurde, befindet sich jenseits dieses Wurmlochs. Wenn das Kollektiv eintrifft, dringen wir in das Wurmloch ein, zerstören alle anwesenden Romulaner und assimilieren die Sternenbasis. Dann wird Omega uns gehören. Warship 63169 ist den Romulanern begegnet. Auf den Schirm. Wir sind die Borg. Übergeben Sie Partikel 010 und bereiten Sie sich darauf vor, assimiliert zu werden. Überraschung, getarnte Schiffe, Überraschung. Die Romulaner sind sich unserer Anwesenheit in diesem Sektor bewusst. Unsere Angriffsressourcen sind zu gering, um sie zu assimilieren. Wir können nicht auf die Ankunft. Was für fucking Kubus, Mann. Ach, egal. Assimilieren Sie alle Schiffe in diesem Sektor, um genug Kraft zu sammeln, den Angriff zu beginnen. Das Tolle, ich fange offenbar jetzt echt mit dem Locutus Cube an. Und der hat verdammt nochmal von vornherein halt den Assimilationsstrahl, ne? Also, was soll da schon groß passieren? Bestätigt. Alle Alkoven. Ich kann also jedes Schiff, was jetzt angreift, zeigt mal einfach holen. Ich brauche nur relativ fixe Schiffswerft, um das abzufangen, weil jetzt den Leuten, was ich da verliere. Aber wo ist denn hier ein blöder Mond? Zum Gitter verlegen. Dilithium-Mond? Bestätigt. Verlegen. Ja, aber idealerweise nicht ganz so weit weg vom Planeten, bitte. Weiter. Dilithium-Mond. Ziel erhalten. Hier ist kein Mond. Ziel erhalten.
Ich meine, ich habe ein Konstruktionsschiff dabei. Das wird doch wohl einen Grund haben. Verlegen. Oder wart. Mond. Verlegen. Weiter. Also kann ich nicht arbeiten, Leute. Hier wird keiner mehr sein, so dicht in den Planeten. Weiter. Verdammt. Wie ungünstig. Bestätigt. Megamäßig schlecht für mich gerade. Mond? Komm schon. Versteck dich nicht. Zum Sektor. Verlegen. Das ist ja wirklich Verlegen. Ein Ding hier. Bestätigt. Hallo. Ziel erhalten. Alter, ich finde keinen Mond. Die fliegen so langsam. Ich habe keine Zeit. Die Gegner machen doch auch schon ihre Flotte und so weiter, oder was? Bestätigt. Also offenbar muss ich echt eine Basis von denen erobern, um was bauen zu können. Oder wahrscheinlich hat die irgendwo einen Mond noch. Bestätigt. Ich hätte theoretisch eine Basis jetzt hinbauen können weiter. Da vorne, die schon nebenbei ein paar Leute auflädt. Für meine künftige Kubus-Armee. Weiter. Was ist hier los? Bist du so langsam? Ja, ja. Konstruktionsschiff, na klar. Hätte ich theoretisch machen können. Aber ich will die auch nicht gern da verlassen, alleine rumstehen lassen. Weiter. Wir wissen ja, dass die relativ schwach sind, diese Station. Mit diesem Patch jedenfalls. Früher waren die wehrhafter, da ist gemacht, aber so wie der Stand dieses Spieles hier ist, traue ich mir das nicht zu, muss ich zugeben. Ich glaube, ich speichere mal direkt, weil ich schon so weit geflogen bin. Weiter. Hier kommt ja gar nichts an Gegnern. Ziel erhalten. Was ja per se nicht schlimm ist, aber ich muss ja was assimilieren. Weiter ich muss den Mond Sektor. Finden. Mehrere Ziele erreicht. Aha. Föderationsschiffe auf Nebelinspektion. Vorbereiten auf Assimilation. Kein Ding. Verlegen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Der Tod ist irrelevant. So. Das hätten wir dann. Weiter. Das ist zwar quasi das unbemannt. Oh, was? Das haben wir jetzt tatsächlich, was die hatten, gekostet. Alter Vater. Das Kollektiv oh. Muss wachsen. Hab auch nur wenig Leute drauf. Erwarte neue Ziele. Zu Befehl. Vielleicht soll ich nicht, dass du trotzdem eine Schiffswehr. Ah, kann ich nicht. Ich brauche ja vorher eine Produktionsmatrix. Das ist ja. Quatsch. Was? Ein Nexus oder? Ja, ich brauche ein Nexusfeuer, um das bauen zu können. Aber dann ist das Geld schon wieder alle. Und dann kann ich das hier kaum noch bauen. Das ist natürlich auch riskant. Das Kollektiv muss wachsen. Na. Erlegen. Ziel erhalten. Ich speichere mal trotzdem, weil es war ja ein vergleichsweise ganz guter Schachzug und so. Ziel erhalten. Ich bin Locutus von Borg. Das ist bekannt. Ziel erhalten. Ich meine, wo fliegt hier einer rein? Oh, natürlich durch den Nebel, durch Idioten. Ziel erhalten. Ich könnte natürlich die Schiffe auch schwächen und deren Crew ein bisschen runterhauen und dann entsprechend weniger Verlust auf dem Kubus haben, aber das ist so unpräzise leider, deswegen schwierig. Was ist echt nirgendwo ein Mond? Ziel erhalten. Ich bin. Sa. Klick hier hin, ich fliege nach oben zurück. Oh, ist hier eine Anomalie im Weg, die ihr schon vorher seht. Von der Flug-KI her, aber ich glaube mal nicht. Ist eine relativ große Karte tatsächlich, ne? Bestätigt. Also es könnten noch 10 Monde drin sein oder so. Theoretisch, natürlich. Ich habe das Gefühl, mein schönes Sovereign-Class-Schiff ist bald kaputt, weil es einfach so wenig Männer an Bord hat. Und wir sind auch nicht wieder repariert. Ziele erfasst. Föderationsschiffe auf Nebelinspektion. Schon wieder? Vorbereiten auf Assimilation. Die machen hier 4 Nebelinspektion. Oh, was ist hinter uns? Boah! Romulatana! Oh, Mann! Sag mal! Geben Sie das Ziel ab. Weitermachen. Ach, hier ist noch nicht meiner hier unten. Erwarte neue Direktive. Hallo? Erobern bitte. Nicht drauf schießen. Oh! Und der ist auch kaputt. Ach, kommt schon. Nein, auch kein mehr an Bord. Och. Ach, Nebula, toll. Aktivieren alle Alkoven. Also als Idioten, ich sag's euch nur mal. Wir sind eins. Schießen einen drauf, wenn ich das assimilieren will. Was soll denn das? Was bringt uns das denn? Die Antwort ist 0, gar nichts. Alle Alkoven aktivieren. Erwarte neue Ziele. Oh, ich hab mein schönes Schiff verloren. Wir sind die Borg.
Vor allem Nebelinspektion. Ich sehe keinen Nebel. Ich sehe bloß komische kleine Pseudoschiffe. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Die ist nicht wert, sind assimiliert zu werden. Verlegen! Das wird echt nur mit Lokutus vorfliegen. Der Rest bringt mir irgendwie nicht so richtig was. Und ich überlege gerade, ich weiß gar nicht genau, ob man im Originalspiel, wenn man so ein fremdes Schiff genommen hat, auch deren Tarnung aktivieren konnte. Bin ich mir nicht sicher, kann aber trotzdem durchaus sein. Spezialfähigkeiten nicht. Ist ja auch logisch, weil da muss man das als erforscht haben, aber DC ist ja von vornherein vorhanden. Die Tarnung und so. Warte mal kurz. Ich mache kurz ein bisschen Mathe. 2000, 1000, 3000, nein, das ist zu viel. Ich schaffe das nicht alles zusammen. Ich wollte mir gerade doch eine Basis bauen und eine Schiffswerft hauptsächlich, aber es wird einfach nichts. Ich kann nicht damit rechnen, hier irgendwas zu erobern, was eine Minenstation ist. Und dann bin ich auf mich allein gestellt, das wäre schön doof. Das Kollektiv muss wachsen. Das will keiner. Was ist denn hier los? Ich dachte, das wären Schiffe. Nein, das sind bloß Meteoriten. Alles gut. Aber hier ist einfach nichts an Monden, nichts an Ressourcen. Aber ich glaube, sonst wären die Borg-Missionen noch ein bisschen einfach, ne? Wenn man einfach nur andauernd einen Mond hat und die Kuben baut. Wahrscheinlich durchaus bewusst so gemacht, das Design dieser Missionen. Hier muss doch was Sinnvolles sein irgendwo. Ich habe jetzt einen Bammel, meinen Lokutus so vorfliegen zu lassen. Aber es geht schon. Das da ist zumindest schon mal aus anderen Gründen ganz nett. Nicht auf die ganzen Sachen schießen, Leute. Mann, ich brauche das doch vielleicht noch. Oha. Da ist einiges an Föderation zu sehen. Aber nirgendwo ein Mond. Ja, der Punkt ist, ich kann hier ein paar Leute aufladen. Das war gerade so ein bisschen mein Hauptanliegen. Wenn ich mir die Station da drüben erobere, dann... Heute ein bisschen heikel das Ganze, aber... Bericht. Dann bekomme ich logischerweise... Nein! Komme ich logischerweise auch in meinen Pool was rein. Das wäre also ganz sinnvoll. Und ich würde mein Geld nicht verschwenden, was auszugeben. Und ich könnte das auch, dass sie theoretisch verkaufen. Weil ich meine... Ich kann eh nichts anwenden, weil es dafür nicht gemacht ist. Ich hätte das theoretisch meine Sovereign-Klasse, damit wir es ausstatten können. Aber es hat ja nicht ganz funktioniert. Aus Gründen. Das Kollektiv muss das dauert Ewigkeit, das stimmt. Ja, habt ihr recht. Das ist auch doof. Das hier ist für meine geradeigen Klasse theoretisch ganz gut. Aber hier war noch Gegner und da war noch Gegner. Also Schiffe hauptsächlich. Aber ich sollte mir echt die Sternbasis holen. Und das Ding hier wahrscheinlich aber zerlegen. Wenn ich die Sternbasis habe. Alle Alkoven aktivieren. Ich speichere vor dieser Aktion natürlich. Ganz, ganz auf jeden Fall. Ja. Geben Sie das Ziel. Ich hab dich ein bisschen Bammel. Kann die ganze nicht Sache. Ausführen. Haut ruhig alle mit. Wir haben theoretisch ein bisschen mehr Firepower, die wir brauchen könnten. Föderation und Bring-Streitkräfte. Oh nein! Fortfahren mit Assimilation. Sollen sie aber nicht streiten. Ihre biologische und technologische Andersartigkeit wird unserer hinzugefügt. Gut, ich bin mit all meinen Schiffen gekommen, denn das wäre jetzt wahrscheinlich ganz schön dramatisch geworden. Oha! Ich sehe gerade, oh, das ist nicht gut. Verlegen! Lokutus, nö! Wir sind die Borg. Die schießen immer weiter auf mich. Trotz Haltestand. Greif an, Mann! Wir sind die Borg. Ja, Lokutus ohne Treibstoff und zu alles. Befehl. Oh, jetzt kommen die auch noch. Wir sind die Borg. Ach, nö! Wir sind die Borg. Da auf den bitte. Kann nicht ausführen. Ach komm schon. Es hat nicht ganz so funktioniert wie gehofft. Zum Glück habe ich gespeichert. So. Mist. Also die ganze Mannschaft auf einmal und nicht Lokutus alleine vorschicken. Geben Sie das Ziel an. Denn offensichtlich greift die Sternenbasis mich an, auch wenn ich sie assimiliere. Verlegen. Du bleibst hier. Weiter zum Sektor. Ich bin mir nicht sicher, ob es früher auch so war im Originalspiel. Bestätigt. Kann aber sein, dass Station tatsächlich immer angreifen, egal wie, was, wo. Ziel nein, du doch nicht, habe ich gesagt. Föderation und Bring-Streitkräfte. Fortfahren mit Assimilation. Lass die mal ein bisschen kämpfen, alles gut. Angegriffen. Lass die mal machen. Kurs ändern. Oder so, geht auch. Zum Gegner verlegen. Aua, die Feind. Klasse. Tschüss, Akira-Schiff. Ich bin Lokutus von Bord.
So wurde mir gesagt, ja. Wir sind eins. So, peu à peu, bisschen Push und Pull, dann passt das schon. Wir sind die Bauern. Gut, alle drauf. Ich greife nicht Lokutus an. Ziel erfasst. Wenn ich sage alle drauf, dann baller doch alle drauf. Oh fuck, das hat aber viel Leben. Er greift Lokutus an, das ist auch nicht gerade so schön, was ich mir vorstellen kann. Weitermachen. Bisschen auf Abstand gehen hier. So. Weitermachen. Tja, voll bemannt das Teil. Wäre auch zu leicht sonst für uns, ne?